Heute habe ich mal ein ganz besonderes Schmankerl für euch. Ich berichte ja hier regelmäßig über Backup-Lösungen und jetzt habe ich was richtig Feines für euch. Kostet auch nur 200 Euro für 256 GB. Was es damit auf sich hat, zeige ich euch nach dem Intro. Was ihr jetzt hier seht und was ich jetzt hier auspacke, sieht aus wie ein ganz normaler Micro-SD-Kartenleser. Zugegeben, er hat noch ein bisschen Zubehör dabei. Es ist noch ein USB-C-Adapter und ein Micro-USB-Adapter dabei. Und wenn man das ganze Paket kauft, ist auch noch eine SD-Karte dabei. Die Original habe ich jetzt nicht, deshalb verwende ich einfach eine SanDisk-Micro-SD-Karte, die halt 128 GB hat. Vorhin habe ich die 200 Euro geteasert. Was meine ich damit? Naja, das Ding heißt Infinity Cloud mit so einer sehr schrägen Schreibweise. Aber wenn man mal auf die Homepage geht, sieht man, dass man tatsächlich 200 Euro ausgeben muss, um 256 GB Speicher zu bekommen. Das Ding muss also echt was ganz Besonderes sein, um diesen Preis zu rechtfertigen. Wenn ich das Ding an den PC anschließe, passiert erstmal nichts Spannendes, denn das Ding ist wirklich einfach nur ein Kartenleser. Also dieser fette, dicke Stick kann nur Micro-SD-Karten lesen, nichts anderes. Und dafür brauche ich so einen dicken Stick. Eigentlich brauche ich den nicht. Aber gut, was weiß ich schon. Wir schließen es mal an und gucken mal, was passiert. Passiert nichts. Man sieht halt, dass ein Kartenleser angeschlossen ist. Aber der hat halt keinen eigenen Speicher. Deshalb stecke ich mal meine SD-Karte rein, also Micro-SD. Wenn ich SD sage, ich meine jetzt in dem Fall immer Micro-SD-Karte. Und auch dann passiert natürlich erstmal nichts. Ja, ist ja nur ein Kartenleser. Aber der Hersteller hat eine eigene Software auf der Homepage, die ist kostenlos zum Runterladen. Und die Exe-Datei, die man dann runtergeladen hat, die muss man dann auf die Speicherkarte legen. Tut ihr das nicht, habt ihr ein Problem. Da kommen wir aber noch dazu. Das ist eine portable Exe und die kann ich ausführen. Und die macht halt nichts anderes, als euren Computer zu durchsuchen und alles, was es dort findet, zu sichern. Das hat jetzt ein paar Probleme, die das mit sich bringt. Das erste Problem ist, es weiß ja gar nicht, was ich genau sichern will. Hier wäre es schön gewesen, einen Wizard zu haben, wo den man einfach durchklickt und Profile zum Beispiel für verschiedene PCs anlegen kann. Stattdessen muss ich mich jetzt durch die Menüs klicken, um zu finden, was der überhaupt sichert. Und tatsächlich finde ich das gar nicht so direkt. Er sagt zwar, sichere mal alles, was da auf dem PC liegt, das kann aber nicht stimmen, denn woher will er denn wissen, dass ich den Stick nicht gesichert haben will? Er müsste ja dann irgendwie sich auch selbst sichern. Oder wie schließt er denn aus, welchen Laufwerksbuchstaben er sichert und welchen nicht? Das kommt mir schon mal sehr dubios vor. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass der vielleicht ja weiß, auf welchem Laufwerk ich denn ausgeführt habe und nur das sichert er halt nicht. Das ist aber nicht der Fall, weil wenn ich den im Downloads-Ordner einfach ausführe, dann sichert er die Festplatte C auf die Festplatte C. Also das Programm ist auch einfach noch strunzdoof und macht eine Sicherung, die einem im schlimmsten Fall einfach nichts nutzt, weil wenn die Festplatte C kaputt ist, dann kann ich da so oft gesichert haben, wie ich will. Wenn die Quelle und Ziel identisch sind, dann ist das auch keine Sicherung. Also das merkt er nicht. Der merkt nicht, dass ich auf dem gleichen sichere und dementsprechend kann der eigentlich auch nicht merken, dass er zum Beispiel auf Laufwerk E ausgeführt wird und alle anderen soll er sichern. Das ist mir also tatsächlich ein bisschen schleierhaft, mit welchen Kriterien der überhaupt sichert. Noch dubioser wird es, wenn man sich mal anguckt, was der alles nicht sichert. Das Programm scheint mir so eine Art Whitelist zu benutzen, also eine Liste mit Dateiendungen, die gesichert werden sollen. Und das sind halt so die Standarddateiendungen, die man üblicherweise für Dokumente, Bilder und Videos hat. Und wo ist da das Problem? Naja, das Problem ist ganz offensichtlich da, dass ihr auch Programme habt, die ganz andere Dateiendungen benutzen. Welche könnten das sein? Naja, zum Beispiel eure Steuererklärung. Was hat denn euer Steuerprogramm für eine Dateiendung? Wisst ihr das auswendig? Wahrscheinlich wisst ihr das nicht auswendig, aber ich bin mir ziemlich sicher, die ist nicht unter den Dateiendungen, die hier gesichert werden. Das heißt, die Dateien eures Steuerprogramms, eure Steuererklärung, an denen ihr stundenlang gesessen habt, die sind im Zweifel hier nicht gesichert. Ihr müsstet jetzt rausfinden, wie die Dateiendung heißt und müsstet die hier manuell eintragen. Mein Steuerprogramm zum Beispiel hat eine Dateiendung, die abhängig ist vom Jahr. Also der zählt dann immer die Jahre hoch. Das heißt, ich müsste jedes Jahr hier eine Dateiendung hinzufügen, die er mitsichern muss. Das ist völlig absurd, brauchen wir nicht drüber zu reden. Wie sieht es denn aus mit Verschlüsselung? Ja, man kann ein Passwort setzen. Keine Ahnung, was das macht. Da steht einfach Passwort setzen. Ob das dann verschlüsselt? Keine Ahnung. Was mich an dem Programm auch noch nervt, ist, dass man ein Online-Konto braucht. Warum? Das Ding wirbt damit,
dass man eben nicht eine Cloud hat, dass man offline datenschutzkonform alles machen kann. Und dann brauche ich ein Online-Konto? Verstehe ich nicht. Also wer das Ding gekauft hat, der hat sich ganz schön über den Tisch ziehen lassen. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist einfach ein Micro-SD-Kartenleser mit einer Micro-SD. Ja, jetzt könnte man noch irgendwie den Einwand bringen, naja, ist ja fürs Handy auch noch gedacht. Das ist halt ein universelles Teil, das kann ich am PC benutzen und am Handy. Erstens mal finde ich es keine gute Idee, die zwei Backups so zu vermischen und mit so einem Ding dann immer rumzurennen und überall anschließen zu müssen. Das macht keinen Spaß, dass man ständig mit dem Teil quasi umherrennt, um die Backups zu machen. Damit kann man auch nichts automatisieren, weil ich ja ständig an- und abstecken muss. Deshalb jetzt am Ende natürlich noch ein Vorschlag, wie man es besser machen kann. Mein Vorschlag ist immer, ein NAS zu benutzen. Da möchte ich jetzt nicht speziell für einen Hersteller werben. So eine kleine Notlösung ist auch euer Router zum Beispiel. Da ist oft ein USB-Port dran und dann kann ich auch Datenträger im Netzwerk freigeben, zum Beispiel einen USB-Stick, der kann auch meinetwegen 256 GB sein, oder gleich eine USB-Platte, dann nimmt man einen Terabyte und hat erstmal lange seine Ruhe. Das wäre auch so ein Offline-Backup. Dazu brauche ich aber noch Software. Entweder ich kann die Windows-integrierte Datei-Versionsverlaufssicherung benutzen, die ist kostenlos bei Windows dabei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ab welcher Version, also ich habe Windows 10 Pro, da ist auf jeden Fall dabei. Notfalls nehmt ihr, oder was heißt notfalls, oder besserenfalls eigentlich, weil die Windows-Datei-Versionsverlaufssicherung finde ich persönlich nicht gut. Ihr könnt zum Beispiel Ashampoo Backup Pro nehmen und damit eine Sicherung machen. Und das funktioniert dann auch auf eine Festplatte, die ihr ins Netzwerk gehängt habt. Also was ich jetzt mit der Fritzbox zum Beispiel oder mit dem Router vorgeschlagen habe. Schaut mal in die Infokarte, hatte ich ein separates Video dazu gemacht. Auf dem Handy könnt ihr zum Beispiel unter Android die App Folder Sync einsetzen. Die kann dann auch wiederum von Android einfach die Dateien übertragen auf eine Festplatte, die im Netzwerk hängt. Und da sieht man halt auch schon den Vorteil, wenn man was im Netzwerk hängen hat, das kann man automatisieren. Man kann einfach sagen, einmal am Tag die Sicherung machen und das geht dann von allen Geräten im Netzwerk aus und man braucht halt nur eine zentrale Platte, auf der dann die Backups gemacht werden. Wenn ihr USB-OTG nutzen wollt, ja, da gibt es zahlreiche Sticks. Ich glaube, die liegen so unter 40 Euro auf jeden Fall. Also aktuell sind die so bei ca. 35 Euro zu haben. USB-Sticks, die ich ans Handy anschließen kann. Auch damit kann ich FolderSync benutzen. Das gibt es in der kostenpflichtigen und kostenfreien Version. Also ich verstehe nicht, was jetzt bei diesem Infinicloud-Ding die 200 Euro rechtfertigen soll. Die Software ist schrottig, die Hardware ist billig selber zu beschaffen und alles, was das Ding kann, können auch andere Lösungen bieten. Im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass ihr dann Dateiverlust habt, wenn ihr dann restoren müsst, weil halt ja, wichtige Dateien nicht die richtige Dateiendung hatten, die das Ding sichert.